Es war eine spannende Fahrt hierher zwischen Ringingen und Schelklingen im Alb-Donau-Kreis, denn die Sabrina, die so furchtbar gefrustet war diese Woche schon wegen des Bahnstreiks, und sie hat auch einen ziemlich, ja, frustrierenden Job, möchte ich nicht sagen, aber sie hat viele frustrierende Kunden, denn sie arbeitet im Landratsamt in Aalen und muss was machen dort? Ich arbeite dort in der Vollstreckungsabteilung und bin eigentlich für die Beitreibung von den Forderungen vom Landratsamt zuständig. Hat also nicht nur glückliche Kunden, und da kriegt sie viel Frust ab, und den Frust darf sie jetzt auch ablassen. Und die ganze Fahrt hierher hat sie gefragt, was habt ihr bitte mit mir vor? Sie weiß nur 320 PS. Jetzt stehen wir vor ganz großen Kolossen. Was sehen wir denn so hier, Sabrina? Ja, einige große Bagger, sehr große Bagger. Sehr große Bagger, und die Bagger gehören alle dem Jürgen Füller. Und wie darf denn die Sabrina jetzt bitte ihren Frust ablassen? Wir haben hier eine 964 mit 65 Tonnen, und mit dem werden wir jetzt über einen 3er BMW drüber fahren. Der sieht jetzt noch ziemlich gut aus, also naja, relativ gut aus, ist noch einen guten Meter hoch, 1,30, 1,40, wie hoch ist ein Auto normalerweise und wie hoch wird es nachher sein? Das ist jetzt die gute Frage, da sind wir mal gespannt. Ja, Sabrina, jetzt wird's ernst, was macht der Frust? Ja, sehr, sehr groß, muss unbedingt abgearbeitet werden. Das schaffen wir, Jürgen strahlt schon über beide Backen, denn er hat seinen größten Bagger bereitgestellt, 65 Tonnen, 320 PS, und die wollen wir jetzt erstmal hören, Jürgen. Lass ihn an. Ja, lass mal laufen. Einfach Schlüssel rumdrehen und dann läuft er. Sabrina, schon einmal 320 PS unter der Haube gehabt? Nein. Dein Auto hat wie viel PS? 75. Immerhin. Sabrina, dann fahren wir jetzt mal los. Einfach Pedale nach vorne. Mit dem rechten ein bisschen mehr. Einmal drin. Ist ein bisschen mehr. Rechte ein bisschen mehr. Genau so, super. Und jetzt beide drin. Jetzt. Geil! Jetzt nochmal ein bisschen. Warte mal, langsam. Jetzt noch ein bisschen wieder mal zurück. Scheiße, das Auto ist jetzt kaputt. Heilerlei, nein, müssen die das Auto immer einen Weg reinstellen. Genial. Gut. Geil. Sabrina, Motor ab. Kriege ich dich wieder raus aus dem Bagger? Darf ich hier bleiben? Müssen wir mit Jürgen mal reden. Ich glaube, die Frau macht sich gut. Die brauchen wir als Baggerfahrerin. Einwandfrei. Wie bist du denn mit deinem Werk zufrieden? Sehr zufrieden. Also unbeschreiblich. Was macht der Frust? Ist abgebaut. Wir haben es geschafft. Sabrina ist glücklich. Der BMW ist nicht mehr ganz fabrikneu, nicht mehr zu reparieren. Und Sabrina ist glücklich und vor allem frustfrei.